Ja, ich verabschiede mich in der Überzeugung, in den 7 Jahren in Zeitz viel bewegt zu haben und hoffe, dass es auch weiter bewegt wird. Wünsche Herrn Thieme Gesundheit, alles Gute und der Bürgerschaft von Zeitz natürlich noch viel mehr. Okay, Dankeschön. Ja. Ich bin heute hier, weil ich mich halt für das Geschehen im Stadtrat interessiere und halt auch sehen möchte, was die Parteien, die ich gewählt habe, also halt auch in unserem Stadtrat bewegen, auch meinen Wünschen entspricht. Und was sind Ihre Wünsche? Zum einen halt eine jugendfreundlichere Stadt. Auch die Bauvorhaben, die momentan auch in Planung sind, auch umgesetzt werden. Wie zum Beispiel der Brühl. Kommt ja heute auch mit dran. Mein Name ist Jochen Schröder. Ich bin Stadtrat. Seit mehreren Stadtratsperioden und war auch Kreistagsmitglied und so weiter und so fort. Mittlerweile schon lange Rentner. Aber ich bin der Meinung, man sollte sich da auch einbringen, wenn das noch was gilt, dass vielleicht ein bisschen Erfahrung da ist. Aber mit Sicherheit keine Besserwisserei. Zum neuen Oberbürgermeister, der Herr Thieme. Ich kenne Herrn Thieme bisher persönlich nicht. Okay. Mir sind die Dinge auch nur so weit bekannt, wie sie im Vorfeld zur Oberbürgermeisterwahl jeden anderen Zeitzer Bürger bekannt waren. Und in Zeitz gehen ja da traditionsgemäß immer ein bisschen die Meinungen auseinander. Aber ich persönlich sage, der Mann hat die Wahl gewonnen, der Mann muss eine Chance kriegen. Und das Schlimmste wäre für uns, wenn wir uns in legendärer Streitsucht des Zeitzer Stadtrates in der Art und Weise schon wieder nicht so ganz nahe kommen, sage ich mal. Ich bin auf alle Punkte gespannt, natürlich. Natürlich, immer. Geht man eine Stadtratssitzung vorbereitet vor. Diesmal sind es leider nicht so viele inhaltliche Diskussionspunkte, sondern Verabschiedungen, Willkommensgeheißungen und ja, persönliche Erklärungen. Wir sind mal gespannt, was dann darüber erzählt wird oder was die einzelnen Leute darüber erzählen. Und dann gucken wir, ja, wie die Stadtratssitzung verläuft. Ich hoffe auf konstruktive Diskussionen zu den einzelnen Punkten. Wollen Sie vielleicht noch ein paar Worte zum neuen Oberbürgermeister sagen? Ich glaube, das erübrigt sich. In meiner Person bin ich ja, gegen Herrn Thieme, mit Herrn Thieme, gegen Herrn Kunze, für Herrn Kunze, je nachdem, als Kandidat auch angetreten. Dritter Sieger der Herzen geworden. Und ich denke, dass der neue Oberbürgermeister auch neue Akzente für Zeit setzen wird. Wir verabschieden heute den alten Oberbürgermeister. Das kann man so machen in kurzer Folge. Und ich blicke hoffnungsvoll in die Zukunft. Super. Dankeschön. Also hallo erstmal und von mir auch nochmal Glückwunsch. Danke. Ja, zur gewonnenen Wahl. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns einfach ein paar Worte erzählen von dem Tag heute. Ja. Von dem Wahlergebnis vielleicht, wie Sie darauf reagiert haben. Ja, das Wahlergebnis ist nach wie vor ja deutlich und gleichzeitig genauso überraschend für mich, denn das war ja eigentlich nicht zu erwarten, finde ich, als quasi Außenstehender so dort da herauszugehen aus dieser Wahl. So, und heute ist natürlich der große Tag, an dem ich vereidigt werde, damit es dann ordnungsgemäß am Sonntag mit dem Amt losgehen kann, was ich auch gleich wahrnehmen werde in voller Funktion, um dort an verschiedene Veranstaltungen der Stadt zum 1. Mai teilzunehmen. Ja. Wo genau sind Sie? Ich werde erst in Zeitz Ost, nein, ich werde wahrscheinlich erst zum Frühstück auf Kloster Posa sein, okay. Mich dann nach Zeitz Ost begeben auf die 1. Mai-Kundgebung und dann werde ich wieder mich dem Rad, an dem Anradeln anschließen. Oh, volles Programm Sonntag dann. Ganz genau. Hallo. Hallo, Maria. Ja, schön. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor. Ja, mein Name ist Maria Fischer. Ich leite hier in der Stadtverwaltung die Touristinformation und bin heute hier, um halt den Stadtrat noch einmal in der Zusammensetzung zu sehen und halt auch die Übernahme unseres neuen Oberbürgermeisters mitzuerleben. Schön. Und auf was freuen Sie sich heute besonders? Das kann ich jetzt nicht so beantworten, nein. Okay, noch ein paar Worte vielleicht zum neuen Oberbürgermeister? Ja, ich wünsche ihm natürlich viel Glück und auf jeden Fall, dass er alles so umsetzen kann, wie er es auch in seinem Wahlprogramm schon angekündigt hat und dass er auch immer Befürworter hat, die ihn da auch unterstützen auf seinem Wege. Das stimmt.
Wunderbar, ja. Vielen Dank. Ja, danke. Ich eröffne die 20. Sitzung des Stadtrates Zeitz. Dazu begrüße ich den Oberbürgermeister, den Bürgermeister und die Stadtratsmitglieder. Die Mitarbeiter der Verwaltung, Herrn Christian Thieme, Vertreter des Seniorenbeirates, des Jugendbeirates, Vertreter der Presse und im Mediengebiet unserer Protokollanten recht herzlich. Gegenwärtig sind 28 Stadträte anwesend, einschließlich des Oberbürgermeisters. Ich möchte noch etwas bekannt geben. In der CDU-Fraktion ist folgende Veränderung. Neue Fraktionsvorsitzende in der CDU ist die Frau Karin Metzel. Erster Stellvertreter ist der Herr Sven Schulze-Knechtel und der zweite Stellvertreter ist Herr Olaf Köstler. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 5 und wir kommen zur Tagesordnung 6. Es ist die Einwohnerfragestunde. Der Stadtrat hält am Beginn jeder öffentlichen Sitzung eine Einwohnerfragestunde ab. Der Vorsitzende des Stadtrates stellt den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. Finden sich zum Beginn der Fragestunde keine Bürger ein, kann sie geschlossen werden. Die Dauer der Fragestunde kann bis zu 30 Minuten betragen. So, gibt es Anfragen von den Einwohnern der Stadt Zeitz? Das sehe ich nicht. Somit schließe ich den Tagesordnungspunkt 6. Ich eröffne den Tagesordnungspunkt 7. Dazu erlaube ich mir als amtierender Vorsitzender des Stadtrates das Wort zu ergreifen. Werte Stadträtin, werte Stadträte, werte Gäste, heute verabschieden wir unseren Oberbürgermeister Herrn Dr. Volker Kunze. Aus diesem Grund möchte ich mich auch dazu äußern, wir haben vor 7 Jahren einen erfahrenen Bürgermeister für unsere Heimatstadt gewählt. Damals hieß es, es muss ein neuer Mann her. Zusammenfassend möchte ich sagen, Herr Dr. Kunze hat in diesen 7 Jahren doch sehr viel für unsere Stadt getan und diese aus der Stagnation durch seine Erfahrung herausgeführt. Wunder konnten wir leider auch von ihm nicht erwarten. Um unsere Stadt stand es nicht gut. Es fehlte uns die entsprechenden Finanzen, wir auch in den anderen Kommunen. Trotz alledem ist es Herrn Dr. Kunze gelungen, einige Projekte umzusetzen, wie zum Beispiel die Rekonstruktion der Häuser auf dem Neumarkt. Hier wurde in Zusammenarbeit mit der Verwaltung, mit der WBG und den Privateigentümern sehr viel geleistet. Es wurden dem Denkmalschutz entsprechend saniert. Hervorzuheben ist hier das Haus Neumarkt 1, die ehemalige Bäckerei. Nicht zu vergessen ist der Abriss des Brandhauses und die Neugestaltung der Fläche, nämlich Grünanlage und Parkfläche für die Anwohner. An dieser Stelle können wir stolz sein und die Touristen auf die Fortschritte in unserer Stadt aufmerksam machen. Auch die Umgestaltung des Altmarktes sollte nicht vergessen werden. Natürlich gab es gegen dieses Projekt sehr verschiedene Meinungen, aber diese wurden im Rahmen verschiedener Diskussionsrunden auch mit Herrn Dr. Kunze besprochen. Der Altmarkt ist zu einem doch sehr gelungenen Platz im Zentrum der Stadt geworden und dafür auch ausgezeichnet worden. Viele Bemühungen des Oberbürgermeisters Herrn Dr. Kunze und seiner Verwaltung zur Belebung der Innenstadt kennen unter anderem auch die Stadträte. Diese wurden in jeder Stadtratssitzung über neue Aktivitäten informiert und ebenfalls zur Mitarbeit aufgefordert. Die Erfolge in diesem Bereich aber waren auch hier von den Vermietern das Grundlagen erledigt. Herr Dr. Kunze und die Stadtverwaltung müssen ja auch einige Rückschläge durch andere Beteiligte hinnehmen. In der Umgestaltung des Vorplatzes zu unserer Kulturkirche in der Brüderstraße möchte ich auch noch erinnern. Hier wurde in Zeitz erstmalig die Bürger zur Mitarbeit bei der Gestaltung aufgefordert, wobei die Vorschläge umgesetzt worden sind. Das Verkehrsbildungskonzept wurde erstellt, es wird an der Umsetzung gearbeitet. Zu sehen ist es am Kreisel und Kalktor, die Sanierungsmaßnahmen, die Dreiklisterstraße
und jetzt auch in der Schützenstraße. Es sind noch Zeichen, dass in unserer Stadt unter dem Oberbürgermeister Herr Dr. Kunze etwas Positives passiert ist. Herr Dr. Kunze kennt nun nach 7 Jahren unsere Befindlichkeiten und unsere Schwerpunkte. Und er hat uns mit seinem Wissen und Können überzeugt. Die weiteren Ansiedlungen der Südzuckergruppe und Südwestküsten zeigt und damit Schaffung von dringend benötigten Arbeitsplätzen sind nur durch das Verhandlungsgeschick des Oberbürgermeisters und das schnelle Handeln der Verwaltung zustande gekommen. Aber auch in der Kultur haben wir einen positiven Zuwachs bekommen. So zum Beispiel das Zuckerfest, das über unsere Landesgrenzen hinaus bekannt ist und ein fester Termin im Kalender gefunden hat. Nicht zu vergessen ist unter anderem das Kapitol, welches jetzt unter der Leitung der Stadtverwaltung geführt wird. Die Einrichtung bietet regelmäßig ein umfangreiches Programm für jede Altersgruppe an. Wir konnten unter der Leitung des Herrn Dr. Kunze auf eine lebende Städtepartnerschaft im Rahmen des Jugendaustausches verweisen. Im Wahlkampf um den Posten des Oberbürgermeisters haben sich 5 von 7 Fraktionen für die Unterstützung des Herrn Dr. Kunze ausgesprochen. Das zeigt doch von einer guten Zusammenarbeit zwischen Oberbürgermeister und Stadtrat. Wir haben ein gutes Team an der Spitze mit Herrn Dr. Kunze und unserem Bürgermeister Herrn Rütte. Für diese gemeinsamen schöpferischen Jahre möchte ich an dieser Stelle dem Herrn Dr. Kunze herzlich danken und wünsche ihm auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Sachsen.
Staaten zu verteidigen, Gerechtigkeit gegenüber jedermann zu üben und meine Ansprüche gewissenhaft zu erfüllen, so wahr und so helfen. Da ist in der Linse kein Geld. So, danke. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, wie Sie bereits aus der Zeitung erfahren konnten, lege ich mit heutigem Tag mein Mandat als Stadtratsmitglied nieder. Dies tue ich aus freier, eigener Entscheidung. Dem Stadtrat und dem neuen Oberbürgermeister wünsche ich eine gute Zusammenarbeit, gemäß dem Spruch, den die Altvorderen in Stein an den Friedenssaal von außen anbringen ließen. Ich hatte in der Vergangenheit schon ein, zwei Mal darauf hingewiesen. Der Spruch lautet: Zeig stets der Stadt den rechten Pfad zu gutem Rat und guter Tat. Natürlich bewegt mich dieser Moment und ich möchte nicht gehen, ohne mich bei den Zeitzer Bürgerinnen und Bürgern, die ihr Vertrauen, das sie mir mit der Wende entgegengebracht haben, zu bedanken. Dieses Vertrauen hat mein Leben seit dieser Zeit verändert und bestimmt. Dafür nochmals vielen Dank. Dankeschön.